Warum sind die Aktienmärkte im Jahr 2022 gefallen? Nun, relativ klar, die Geldpolitik der Notenbanken hat sich geändert von einem Unterstützer zu einem Gegenspieler der Aktienmärkte, könnte man sagen. Bisher aber hatte dieser Aktienmarkt eigentlich eingepreist, ja, unschön, die Fed und die Notenbanken insgesamt, auch die EZB, werden die Zinsen anheben, dadurch weniger Liquidität, das mögen wir nicht, also steigen wir nicht, sondern fallen wir eigentlich in der Summe. Jetzt aber ist ein neues Momentum, könnte man sagen, die Märkte beginnen jetzt die Rezession einzupreisen, weil die Hinweise sich immer mehr verdichten, dass diese Rezession kommen wird. Und zwar sind die Märkte schon deutlich gefallen, aber eine wirkliche Rezession ist eben in den Märkten noch nicht vollständig eingepreist und das passiert gerade. Das ist das, was wir derzeit sehen. Das ist der Grund, warum die US-Märkte gestern so unter Druck waren. Wir sehen hier Dow Jones noch der beste Index mit 1,56% im Minus, S&P 2% im Minus und vor allem der Nasdaq 103% im Minus. Und das ist jetzt das vierte Mal in diesem Jahr, dass der S&P 500 1% im Plus war bereits intraday, um dann mehr als 1% im Minus dennoch zu schließen, also so eine Art Intraday Reversal zu absolvieren. Wenn wir uns mal die Sektoren anschauen, sehen wir Energy, also Energie war noch gut, der Ölpreis etc., Utilities, die Versorger, also defensiver Sektor und ganz unten Technology und Consumer Discretionary, also die typischen Risk-On-Sektoren wurden gestern abgestraft, Tesla und die Konsorten hatten es gestern durchaus schwer. Hier sehen wir, dass es die Dickfische waren vor allem, die gestern Druck gemacht haben auf die Indizes. Eine Microsoft gut 3%, eine Apple knapp 3%, eine Amazon, was ist das, 5%, wenn ich das richtig lese, Google 3,4%, Meta, Gesichtsbuch 5% und auch Tesla. Mit 5% im Minus. Hier sehen wir mal, dass der Nasdaq jetzt 28,5% im Minus ist in diesem Jahr, also schwächster Index in diesem Jahr. Dagegen halten sich vor allem die Value-Indizes wie der Russell 1000 Value deutlich besser. Also es sind die Highflyer der eins der vergangenen Jahre, die jetzt besonders stark abstürzen. Und abstürzen ist auch das Stichwort für eben die Konjunkturdaten, sowohl die sogenannten harten Daten, also zum Beispiel wirklich ganz klare Dinge wie Arbeitsmarktzahlen. Da geht es nicht um Stimmung, sondern da geht es ums Zählen, könnte man sagen. Genauso jetzt aber eben auch die sogenannten Soft-Daten, also die Stimmungsdaten, Verbraucherstimmung etc. Hier sehen wir, dass beides sehr deutlich nach unten knickt und vor allem die Erwartung, was hier im Chart mit Hope, mit Hoffnung definiert ist, die geht deutlich nach unten. Dementsprechend hat man jetzt kapiert, oh, da kommt eine Rezession und jetzt müssen wir uns doch wohl dazu bequemen, diese Rezession einzupreisen. Wir sehen hier rechts Consumer Sentiment, da gibt es verschiedene Indikatoren Michigan, dann gibt es Conference Board, dann gibt es von Bespoke etwa einen Indikator, alle zeigen ganz, ganz klar nach Süden, was die Konsumentenstimmung betrifft, kein Wunder. Sowohl die Konsumenten als auch die Unternehmen sind richtig in der Zange durch die gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation und auf der anderen Seite jetzt die Maßnahmen der Notenbanken, die gegen diese Inflation vorgehen, Geld teurer machen, dadurch die hochgehebelten Schuldner letztendlich in Schwierigkeiten bringen und so kommt es, dass jetzt nur noch 36% der Amerikaner, die befragt wurden, in den nächsten 6 Monaten einen Urlaub machen wollen. Das ist mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 der geringste Wert seit 40 Jahren und hier unter dem Bild sieht man, High Gas Prices are killing the summer road trip. Also die hohen Benzinpreise, die killen letztendlich das Consumer Sentiment, die Reisebereitschaft etc., all das wird dazu führen, dass die Nachfrage nachlässt. Und wir sehen auch im Makrobild, etwa in dieser Kupfer-Gold-Relation, die ein sehr, sehr wichtiger Indikator ist, wenn man wissen will, wie geht es der Wirtschaft, wenn Kupfer zu Gold deutlich steigt, dann haben wir Nachfrage, dann haben wir wahrscheinlich eine starke Wirtschaft vor uns, wenn das Gegenteil der Fall ist, wie es derzeit der Fall ist, nämlich Kupfer gefallen ist, aber hier Gold sich hält, zumindest einigermaßen. Hier sehen wir also, dass diese Copper-to-Gold-Ratio nach unten geht, während gleichzeitig die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihe sich sehr, sehr weit oben halten. Das ist der Grund, warum ich persönlich zum Beispiel davon ausgehe, dass wir sinkende Renditen bei den US-Staatsanleihen sehen werden. Nicht nur, weil die Inflation wahrscheinlich aufgrund der jetzt abkühlenden Nachfrage
so eine Art Top-Bildung jetzt derzeit vollführt. Vielleicht werden wir jetzt im Juli nochmal leicht höhere Zahlen sehen, aber das wird jetzt sozusagen nicht mehr so wie in den vergangenen Monaten ungebremst nach oben gehen, eben weil die Nachfrage nachlässt. Jedenfalls dürfte das bedeuten, dass die Anleihemärkte jetzt erst noch wirklich beginnen müssen, diese Rezession einzupreisen. Die Aktienmärkte tun das, die haben ja normal die etwas längere Leitung. Die Anleihemärkte müssen das noch tun. Hier sehen wir mal, warum Tina, There is no alternative, so unglaublich tot ist. Denn die Renditen bei einer 10-jährigen Staatsanleihe sind deutlich höher als die Dividendenrendite im S&P 500. Dementsprechend könnte man sagen, dass Anleihen in Relation zu Aktien derzeit so günstig sind wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr. Mithin, Anleihekurse sind ja massiv gefallen, abverkauft, deswegen sind die Renditen gestiegen, die Aktienmärkte sind auch gefallen, aber nicht ganz so stark wie die Anleihen. Dementsprechend bin ich zum Beispiel jetzt mal perspektivisch Short auf Rendite positioniert bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Jetzt müssen wir eines natürlich sehen, das erste Mal in der Geschichte der USA haben wir jetzt praktisch drei Extreme, die jetzt aufeinandertreffen. Wir haben ein massives Schuldenproblem, wie in den 1940er Jahren, Zweiter Weltkrieg. Wir haben ein inflationäres Umfeld, wie in den 1970er Jahren. Und wir haben nach wie vor sehr sportliche Bewertung der Asset-Märkte, so etwa wie in den späten 1990er Jahren vor Platzen der Dotcom-Blase. Wir sehen, dass wir etwa Government Debt to GDP, da sind wir in der 98. Perzentile, wir sind der Price-to-Earnings-Ratio in der 99. Perzentile historisch gesehen und in Sachen Inflation in der 88. Perzentile, und diese Kombination ist natürlich ziemlich toxisch, ist giftig. Und wenn die Fed die Zinsen jetzt anhebt, dann kostet das pro Zins, pro 1% Zinsschritt mal eben 250 Milliarden Dollar die US-Regierung oder den Staatshaushalt in den USA. Was ist das Problem? Die Notenbanken haben durch eine exzessive Geldpolitik den Geist aus der Flasche gelassen. Jetzt versuchen sie, den Geist wieder in die Flasche zu drücken, und dabei muss die Flasche kaputt gehen. Denn der Geist, der ist ein bisschen widerspenstig und hat scharfe Ellbogen. Mit anderen Worten, jetzt, wo das Gespenst Inflation da ist und die Notenbanken wirklich entschlossen sind, zumindest die Fed, diese Inflation zu bekämpfen, ist der Kollateralschaden die Wirtschaft. Wenn du die Zinsen so stark anhebst in einer so gehebelten, schuldengehebelten Wirtschaft, vor allem wie in den USA, aber das gilt ja im Grunde weltweit, dann machst du die Wirtschaft kaputt. Aber es ist vielleicht die einzige Chance, eben die Inflation runterzukriegen, denn die Inflation per se macht schon die Wirtschaft kaputt. Das ist ja das große Problem. Also hier sehen wir diese schwierige, geradezu unlösbare Gemengelage. Jetzt hat gestern San Francisco Fed-Chefin Daley sich geäußert und hat gesagt, ja, da ist a lot of momentum in the economy. Viel Momentum sei also in der Wirtschaft, fragt sich nur, in welche Richtung das Momentum unterwegs ist, wahrscheinlich nach unten, wie wir derzeit sehen. Ich erwarte, dass das Wachstum nachlässt, vielleicht unter 2%, aber but not like in a recession, also das böse R-Wort, nein, nein, das nimmt man nicht in den Mund. Die Märkte aber sind nicht dumm, sie preisen das ein. Heute übrigens Sintra in Portugal, Auftritt von Jerome Powell mit der Lagarde Christina. Der englische Notenbankchef ist dabei und der etwas adipöse Agustin Carstens, ehemaliger Notenbankchef der mexikanischen Notenbank, jetzt Chef des BIS, also der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, Notenbank der Notenbanken. Jedenfalls die noch amtierenden Notenbanker sagen, da ist kein Eisberg, während das Schiff schon praktisch mit vollem Tempo auf diesen Eisberg hier zufährt. Und gestern sehen wir, dass wir aus diesem Aufwärtstrendkanal jetzt etwa beim Nasdaq rausgefallen sind. Das ist unschön, wir sind an den oberen Trendkanal rangelaufen, da abgeprallt und zeigen jetzt die Schwäche, könnten aber bald eine positive Divergenz im Nasdaq Composite ausbilden, aber wahrscheinlich noch nicht sofort. Wir haben jetzt gesehen, wir haben vier Folgetage gehabt, wo die Kurse gestiegen sind. Der vierte war bisher der kräftigste Anstieg, das war der Freitag. Aber dann jetzt eben am Montag leichte Rücksetzer und jetzt am Dienstag ein deutlicher Rücksetzer, den wir da gesehen haben. Hier unten sehen wir mal den Nasdaq Composite, wie es sein könnte, wie der Chart jetzt laufen könnte. Wir haben auch diesen Abwärtstrendkanal jetzt, wie gesagt, angetestet.
und prallen davon ab und könnten jetzt sozusagen nochmal zur unteren Trendkanalbegrenzung laufen, was bedeuten würde, dass wir im Nasdaq nochmal ein neues Tief machen würden, etwa so im Bereich 10.800, 10.750, dann wäre mit einem Rebound nach oben zu rechnen. Wir haben jetzt das achte Mal einen Schlusskurs unter minus 2% gesehen in diesem Jahr, das ist mehr als wir im gesamten Jahr 2021 gesehen haben. Wir haben jetzt 21 Handelstage in diesem Jahr mit mindestens minus 1%, 8 wie gesagt mit minus 2% und 6 mit minus 3%. Im Jahr 21 hatten wir etwa nur 5 Tage mit minus 2% und keinen einzigen Tag über minus 3%. Also wir sehen, da hat sich fundamental letztendlich etwas geändert und nach wie vor sind die Bewertungen sportlich, vor allem im Tech-Sektor. Hier sehen wir mal Tech-Sektor Market Cap as Percent of GDP, also wie viel vom BIP, genauer gesagt, das jetzt etwa ausmacht. Und da sind wir jetzt in etwa auf dem Niveau des Hochpunkts der Dotcom-Blase. Vielleicht sind wir jetzt, und sehr wahrscheinlich sind wir jetzt auch am Bereich Peak Earnings, also maximale Gewinnsituation der Unternehmen in den USA, das dürften wir jetzt gesehen haben, die Margen dürften runterkommen, eben wenn die Wirtschaft nicht gut läuft, dann laufen auch die Margen nicht gut für die Unternehmen. Hier sehen wir dann auch nochmal die Bewertung insgesamt mit gut 41 Billionen Dollar, aber wir waren schon mal fast 14 Billionen Gebäude drüber, also wir haben mal eben 13 Billionen Dollar verloren, das ist mehr als im Corona-Crash und das ist auch mehr als in der Finanzkrise, obwohl das sich ja viel härter angefühlt hat, sowohl Corona-Crash als auch Finanzkrise. Warum? Weil einfach inzwischen die Bewertungen so gestiegen sind, dass jetzt eben schon eine solche Korrektur reicht, dass diese Bewertung mal eben rausgeblasen wird, das muss man sich vorstellen. Und was hat die Fed in den vergangenen Jahrzehnten gemacht? Etwa 2010 hat man QE gestartet, QE2, dann 2011 Operation Twist. Jeweils dann, wenn die Aktienmärkte so zwischen 17% und 35% verloren hatten, hat man die Geldpolitik gelockert, Anleihen gekauft, hat also Liquidität ins System geschüttet. All das geht jetzt nicht und das macht diese Korrektur so schwierig für die Märkte oder diesen Abverkauf so schwierig jetzt einzuschätzen, weil die Fed und andere jetzt nicht sofort wieder Liquidität ins System pumpen können, denn sonst würde die Inflation ja noch weiter durch die Decke schießen. Was gehen könnte? Unser Long Run, we are all dead, hat Maynard Keynes mal gesagt, aber unser Long Run, bin ich böse dafür, der Rohstoffe. Warum? Weil wir praktisch hier am Beginn eines Trends sind. Selbst wenn wir in eine Rezession fallen, viele, viele Rohstoffe werden selten bleiben, gefragt bleiben. Es gibt eine Konkurrenz um diese Rohstoffe. Und auch natürlich diese Rohstoffpreise sorgen dann dazu, dass wir wahrscheinlich eine Spirale an Inflation und gleichzeitig eben ökonomischen Abschwung erleben, wie jetzt Philip Laney, der Chefvolkswirt der EZB, messerscharf erkannt hat, dass dieser Mann verdient einen Nobelpreis und zwar unbedingt und sofort. Ja, also das ist hellsichtig. Vor einigen Wochen hat sich das noch anders angehört, aber gut. Ja, also das ist schnelle Auffassungsgabe, die wo da der Fall ist. Jetzt haben wir heute die harmonisierten Verbraucherpreise aus Deutschland. Wie werden die reinkommen? Da gab es heute Morgen schon, da kommen ja die einzelnen Bundesländer rein, nach und nach, Stück für Stück, um 14 Uhr wird dann die offizielle Zahl verkündet und wir hatten überraschenderweise deutlich geringere Zuwächse in Nordrhein-Westfalen und das ist ja kein Fliegenschiss NRW. Da sind ja ein paar Leute durchaus am Start. Also es könnte sein, dass wir sogar jetzt eine Überraschung nach unten erleben in Sachen dieser Inflationszahl kurzfristig, weil eben auch hier die Nachfrage deutlich abkühlt und die Wirtschaft, wie sowohl die amerikanische als auch die deutsche, wahrscheinlich global im Juni massiv abgekühlt hat. Das gilt auch für die chinesische Wirtschaft. Das Facebook in China oder ein Äquivalent zum Facebook in China zeigt, dass wir keinen wirklichen Bounce jetzt im zweiten Quartal gesehen haben. Wen wundert es nach all diesen Lockdowns? Und gestern ja zum Beispiel US-Fluglinien deutlich besser, weil die Chinesen jetzt die Einreiserestriktionen, Corona-Bestimmungen für Ausländer deutlich gelockert haben. Das ist für viele sehr, sehr wichtig, die oft nach China fliegen, etwa weil sie für Airbus arbeiten etc. Jedenfalls US-Fluglinien daraufhin stark und man hat das Gefühl, dass die Chinesen
gelesen, jetzt merken, dass die ganze Geschichte ziemlich weit abgesoffen ist. Deswegen hat jetzt der Li Keqiang, der Premier, gesagt, wir wollen den Arbeitsmarkt stabilisieren, safeguard livelihoods. Also man versucht jetzt sozusagen, sich wieder in Richtung Wirtschaft zu orientieren. Vorher war ja alles in dieser Corona-Ideologie-Schiene gefangen. Und dann haben wir noch unsere glorreiche G7. Das wirkt so ein bisschen wie ein, wie soll man sagen, eine Dokumentation über die Chronologie eines Abstiegs. Wir dürfen nicht vergessen, die G7 machen knapp 10% der Weltbevölkerung aus, stellen aber noch 30% der Weltwirtschaft. Die BRICS, die sich ja auch getroffen haben in Konkurrenz, die machen etwa 40% der Weltbevölkerung und stellen etwa auch 30% des BIPs. Tendenziell werden sich diese Gewichte Richtung BRICS und weg von der G7 verschieben. Jetzt hat man hier gesagt, wir haben positive Diskussionen gehabt mit China und Indien. Naja, mal gucken, wie positiv. Da geht es ja gerade um das russische Öl und Gas. Und die Dinge sind so positiv bei den G7, dass die Briten jetzt einmal haben durchblicken lassen. Also wenn das schwierig wird mit dem Gas von Putin, gell, dann cutten wir mal die Leitungen zu euch in die EU. Also von uns kriegt ihr dann nichts mehr, gell. Also da ist gelebt die Solidarität bei den G7. Bin mal gespannt, wenn es da wirklich hart auf hart kommt, wie dann die Dinge hier ablaufen werden. Nochmal Hinweis auf Twitter. Die meisten Grafiken, die Sie hier gesehen haben, die meisten Dinge, die Sie hier gesehen haben, finden Sie im Twitter-Kanal von Finanzmarktwelt, @Finanzmarktwelt googeln oder auf Twitter Google machen. Das werden Sie dort finden. Ich will mal auf eine Aussage von Wolfgang Müller verweisen. Rezession, ja oder nein? Diesen Artikel hat er jetzt am Wochenende bei uns veröffentlicht. Und wenn ja, wie stark wird diese Rezession? Dies hängt wie ein Damoklesschwert über jeder Bärenmarkt-Rallye, denn bei einem richtigen Wachstumseinbruch der US-Wirtschaft sind die Indizes noch zu wenig gefallen. Das bringt es genau auf den Punkt. Diesen Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Wie gesagt, der ist vom Wochenende, aber der ist in 2 Wochen noch, glaube ich, sehr relevant. Und dann noch 2 weitere Empfehlungen. Bridgewater, Ray Dalio mit einer gigantischen Shortwette auf europäische Aktien, der Kontraindikator, oder hat der gute Mann recht? Bilden Sie sich eine Meinung. Und warum der Ölpreis trotz Rezessionsangst wieder steigt, ein super interessanter Artikel von Hannes Zipfel. Also 3 Artikel, Twitter, Finanzmarktwelt und dieses Video teilen, Artikel teilen auf Social Media, wo Sie auch können, spreaden. Das ist das Motto der Stunde. Sie würden mir damit einen riesigen Gefallen tun. Und jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao. Machen Sie es gut an diesem Mittwoch.